Wir haben nicht den Staatsvertrag durch geschicktes Verhandeln und schon gar nicht dadurch, dass wir also unsere Trinkfestigkeit unter Beweis gestellt haben, bekommen, sondern wir haben den Staatsvertrag bekommen, weil eine objektive Situation entstanden ist, die uns günstig war und die haben wir ausgenutzt. Ich bin dann am 15. Mai mit meinem Fahrrad von Hitzing zum Belvedere gefahren, um mir das anzuschauen, um mir die Autos anzuschauen, die da aufgefahren sind, die mich als Buben oder als 17-Jährigen halt sehr interessiert haben. Die großen Limousinen und die Chauffeure des französischen Außenministers mit weißen Handschuhen und so, das war alles sehr feierlich. Kreisky ist ja für den diplomatischen Beruf wie konstruiert, wie geklont. Ja? Ein Mensch, der gerne spricht, der gerne erzählt. Es gibt meiner Meinung nach kaum einen vergleichbaren Geschichtenerzähler, wie das Bruno Kreisky gewesen ist. Und gleichzeitig auch ein Diplomat, der zum Unterschied von vielen Kollegen auch an den Inhalten, an den politischen Botschaften interessiert war. In Warschau treffen ein der österreichische Außenminister Kreisky und sein Staatssekretär Gschnitzer. Mit Vorsicht und allseits bemerktem Geschick greifen die Österreicher ihre wichtigste Aufgabe an, eine eigene Außenpolitik zu führen. Außenminister Dr. Kreisky führt die österreichische Delegation, unterstützt von Staatssekretär Dr. Steiner. Außenminister Kreisky. Er hat London und Paris besucht und wird bald nach Warschau und Bonn fliegen. Völlig neu war eben sein Herangehen an die Probleme, sein Misstrauen gegen konventionelle Meinungen, konventionelle Strukturen. Es wurde praktisch alles neu überdacht. Außenminister Dr. Kreisky und Staatssekretär Dr. Steiner werden von Ministerpräsident Khrushchev empfangen. Er hat zum einen erkannt, dass Osteuropa nicht dieser hermetisch abgeschlossene Block ist unter sowjetischer Führung, sondern dass es da all die ein oder andere Regung der Eigenständigkeit gibt, der Autonomie, und hat das genützt im Rahmen einer Nachbarschaftspolitik, die auf jedes Land einzeln zugeschnitten war. Und man musste mühsam, Schritt für Schritt, nach kleinen Lücken im eisernen Vorhang suchen, wo westliches Gedankengut einströmen könnte. Und er hat zum Beispiel immer darauf bestanden, bei Reisen in den Osten, auch als Außenminister, Vorträge halten zu können, vor großem Publikum, um zu sagen, bitte, wir sind Demokraten, wir kommen zu euch auf der Basis unserer westlichen Gesinnung. Für uns in Bonn war der österreichische Außenminister unbedeutend. Wir hatten mit Österreich keine Probleme, infolgedessen kannten wir seinen Außenminister auch kaum. Willy Brandt kannte ihn. Es war aber eine persönliche Bekanntschaft, die rührte aus der gemeinsamen schwedischen Emigration. Kreisky war
den Vereinigten Staaten gegenüber sehr positiv eingestellt. Er hat die Rolle der USA im Zweiten Weltkrieg und im Kampf gegen Hitler-Deutschland sehr hoch geschätzt, verständlicherweise. Er hat aber auch die Nachkriegspolitik der USA, den Marshallplan, immer als etwas ganz, ganz Wichtiges betrachtet. Kennedy war für ihn ein leuchtendes Vorbild. Er hat den Kampf um die Bürgerrechte der Schwarzamerikaner miterlebt und hat auch in Europa und in Österreich gespürt, dass 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs eine neue Generation auch neue gesellschaftliche Rahmenbedingungen möchte. Der Kreisky war irgendwie ein österreichischer Irrtum, dass ein so ungewöhnlicher, großbürgerlicher, in der Stunde der Wahrheit sich sofort in einen wienerischen Proleten verwandeln können, da in einem Gespräch mit einem Arbeiter, Mann, der so über den Tellerrand hinaus gelebt, gedacht und gefühlt hat, es bis zum Bundeskanzler hergebracht hat. Das war sozusagen ein Fehler im System. Rund 8000 Kilometer legte SPÖ-Parteivorsitzender Dr. Bruno Kreisky mit seinem Wahlkonvoi während des Wahlkampfes quer durch Österreich zurück. Das war wirklich spannend, vom Neusiedlersee bis zum Bodensee mit Kreisky von früh bis abends in seinem Auto, in seinem Rover. Er hat einen Chauffeur gehabt, den Herrn Blaunsteiner, der manchmal nach einer Wahlrede sehr unverblümt gesagt hat, was ihm nicht passt hat. Chef, das war nicht schlau, was da gesagt haben oder so. Kreisky konnte aber auch mit Bauern und in Tirol und in ländlichen Gebieten sehr gut punkten. Und da hat er den Menschen den Eindruck gegeben, mit mir kommt etwas ganz Neues, nicht? Er hat Hoffnung ausgelöst, nicht? Und er hat ja damals diesen gewaltigen Liberalisierungsschub, diese unglaubliche Öffnung des Landes in alle Richtungen durchgesetzt, nicht? Und das hat er vermittelt. Und wir haben zu diesem Zweck mehr als 1400 Fachleute aus allen Gebieten unseres staatlichen, unseres gesellschaftlichen Lebens eingeladen, mit uns zusammenzuarbeiten. Nach 12 Veranstaltungen am Tag, am Abend noch der Besuch von 2 oder 3 Bällen, gehört in einem Wahlkampf in der Faschingszeit zu den Pflichten eines Spitzenkandidaten. Ich sage einer Kraft, sie grenzen hin, und so büllig, 10 Schulden. Im Zug dieser Wahlreise im Jahr 1970 ist man durch das ganze Land gefahren und natürlich an sehr vielen, unendlich vielen Plakaten vorbeigekommen. Und das zentrale Plakat der Österreichischen Volkspartei war ein Porträt ihres Spitzenkandidaten Josef Klaus, und der war Bundeskanzler. Und der war so in ländlicher Salzburger Tracht, und die Unterschrift hat geheißen, ein echter Österreicher. Und wie immer das gemeint war, Kreisky hat das empfunden, dass damit gesagt werden soll, das ist ein echter Österreicher und das ist kein echter Österreicher. Und zwar ist er kein echter Österreicher, weil er jüdischer Abkunft ist. Das hat ihn schon verunsichert und hat auch wahrscheinlich dazu beigetragen, so hat er es eingeschätzt, dass er aufholen wird, aber nicht Nummer 1 werden wird. Professor Dr. Bruckmann vom Institut für höhere Studien hat die Fütterung der Computer übernommen, hat diese Ergebnisse nicht nur den Computern übergeben, sondern auch die Antwort der Computer erhalten. Und Herr Professor Dr. Bruckmann, was sagen uns die Computer? Meine Damen und Herren,
Ich weiß, dass Sie mit viel Spannung auf diese Ziffer jetzt warten. Und die Spannung wird aufrecht bleiben. Es zeichnet sich nämlich ein überraschend hoher Wahlsieg der SPÖ ab, der Sozialistischen Partei Österreichs, der knapp an der Kippe zur absoluten Mehrheit liegen wird. Hier das Ergebnis der Wechselwählergemeinden im mittelstädtischen Bereich, das sind jene Städte bis zu 50.000 Wahlberechtigten, hier sogar ein Zuwachs von 10,3%, weit, weit über dem Trend. Aber auch in den Industriegemeinden und in den Agrargemeinden, die einen hohen Wechselwähleranteil haben, hat die Sozialistische Partei über dem Trend dazugewonnen. Ja, es ist sicher so, dass wir den großen Erfolg, den wir erzielt haben und der auch für meine Vorstellungen und für meine Erwartungen ein großer ist, ein unerwartet großer ist, den Jungen in erster Linie verdanken, denen wir dadurch aber auch besonders verpflichtet sind. Wir verdanken diesen Erfolg aber auch einem geradezu epochalen Durchbruch ins Dorf. Mandatsverteilung ÖVP 78, SPÖ 81, FPÖ 6, zusammen 165. Nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses durch den damaligen Innenminister Soranic fuhren wir von der Hauptwahlbehörde, ich war damals Mitglied der Hauptwahlbehörde, vom Innenministerium über die Schauflergasse zum Ballhausplatz und die Löbelstraße. Als wir uns dem Ballhausplatz näherten, da hat sich also Kreisky, der neben seinem Pfarrer Blauensteiner saß, umgewandt zu dem Dr. Jankovic und mir, wir saßen hinten, und hat mehr laut denkend als etwas sagen wollend gesagt, und jetzt mache ich Minderheitsregierung. Und dann ein bisschen innehaltend, und das schau ich mir an, wer mich stürzt. Der designierte Bundeskanzler Dr. Kreisky erstattete heute Bundespräsident Jonas einen Zwischenbericht über seine bisherigen Bemühungen zur Bildung einer Regierung der Großen Koalition. Es hat sich eine Annäherung nicht ergeben. Was heißt das? Sind die Koalitionsverhandlungen gescheitert? Nach dem, was Dr. Kreisky gemeint hat, wird er dem Parteivorstand jetzt berichten. Und nach dem Bericht wird wahrscheinlich anzunehmen sein, dass die Verhandlungen als gescheitert zu betrachten sind. Erwarten Sie von Dr. Kreisky noch eine Antwort? Kreisky hat sozusagen den Zeitgeist verstanden und repräsentiert oder ist verstanden auf der Welle des Zeitgeistes erfolgreich und lange sich und mit ihm die Partei und mit ihm Österreich weiter zu bewegen. Das hat Inhalte gehabt wie Österreich moderner zu machen, Österreich europareif zu machen, gerechter werden zu lassen. Und das hat sich auch im Stil geäußert. War es ein Zufall, dass der Parteitag der SPÖ in Villach mit Bert Brecht eröffnet wurde? Und ausgerechnet mit einem Stück, das eine ätzende Anklage gegen Kapitalismus und Ausbeutung, gegen die Herrschaft der Reichen, gegen die Unterdrückung der Armen ist? Oder suchte die SPÖ schon beim Auftakt dieses Parteitages rote Markierungen?